die Tasche, die ich am meisten täglich trage zum Einkaufen und so weiter und so fort, ist die hier von Armani Exchange. Also, weiß ich nicht, die liebe ich total. Die sieht aus wie so eine Kameratasche. Soll vielleicht auch so der Sinn dahinter sein. Aber die mag ich total gerne. Die ist nicht zu klein, die ist nicht zu groß. Da passt alles rein. Hat mehrere Fächer. Hat hier vorne auch so Fächer. Also so ein Fach, wo ich mein Handy noch reinstecken kann und schnell wieder rausnehmen kann. Ja, die liebe ich total. Also die habe ich total oft an. Und dann habe ich hier noch zwei Rucksäcke. Die hatte ich aber lang nicht mehr an. Einmal von Guess. Den hier. Und einmal, achso, ja, hatte ich echt lang nicht mehr an. Wie gesagt, ich glaube das letzte Mal im Disneyland. Und dann den Rucksack hier, den habe ich jetzt letztens, oh, ich schmeiß hier alles runter. Den habe ich jetzt, also ist von Polo. Den habe ich letztens bei Outlet City bestellt, noch gar nicht angehabt. Ihr seht, hier ist noch das Schild dran. Aber die fand ich, ja, den Rucksack fand ich echt schön. Edel auf jeden Fall. Und ja, wird mal Zeit, dass ich den auch mal trage. So, Moment, ich mache hier einmal klar Schiff. Und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Okay, es geht noch nicht auf der anderen Seite weiter, weil hier sind auch noch ein paar Taschen, die ich übersehen habe. Und zwar habe ich von Shein so eine süße Barbie-Tasche. Die wollte ich jetzt auch auf der 90er-Party anziehen im November. So eine ganz kleine Mini-Tasche. Da passt gar nichts rein, also einfach nur zum Gucken. Und die habe ich auch von Shein. Sieht aus wie so eine Taschentuchspenderbox. Aber auch echt süß, so das Format. Ja, und hier habe ich noch von Versace Couture. Da habe ich das im Internet, also auf der Versace-Seite gekauft. Im Set sozusagen. Einmal die Tasche, auch mit dem Barocco-Style. Einmal den Gürtel und einmal die Schuhe. Und wenn ich euch jetzt sage, wie oft ich das anhatte, was denkt ihr? Null, zero. Hatte ich nicht einmal an. Tja, so ist das, ne? Was soll ich dazu sagen? Genauso wie die Schuhe, die hatte ich, glaube ich, einmal an. Die Schuhe hatte ich vielleicht zweimal an. Die hatte ich einmal an. Und die hatte ich auch, wenn es hochkommt, zwei oder dreimal an. Die sind von Gucci. Gucci, hier haben wir auch Gucci mit so einer Tennis. Das ist so eine Tennis Edition. Die war noch ein bisschen teurer. Hier habe ich Dolce & Gabbana und hier habe ich auch nochmal Versace. Ja, Love Moschino hatte ich einmal an. Ja, so sieht's aus. Und dann auf der anderen Seite, ich fange mal hier oben an. Ja, das ist ja eher so eine Reisetasche von Lazzarotti. Dann habe ich hier von Louis Vuitton diesen großen Shopper. Den finde ich total praktisch, auch wenn ich verreise. Packe ich da meine ganzen Sachen rein und nehme das mit nach oben. Und die Taschen, da hatte ich ja richtig Glück. Diese von Polo, habe ich ja einmal die in beige geholt und einmal die in so einer Jeans-Optik. Die habe ich für, glaube ich, 29,99 bei TK Maxx bekommen, Leute. Also richtig krasser Schnapper und die sind wirklich schön. Ja, dann habe ich hier so ein Louis Vuitton Tasche für Pikachu, wenn wir mal verreisen. Aber ich muss sagen, die ist nicht echt. Die ist gefälscht. Also alle meine Taschen sind echt. Ne? Also ihr wisst ja auch, wenn ich da irgendwas kaufe, dann sage ich euch das auch immer, wenn ich da unterwegs bin. Aber die ist tatsächlich nicht echt. Die haben wir mit der Nati, mit meiner Freundin, die hat ja auch Pomeranians, die haben wir in der Türkei gesehen und haben die runtergehandelt. Ich weiß gar nicht mehr, 40 oder 45 Euro. Die wollten 80, 90 Euro. Dafür habe ich gesagt, nee, nie im Leben. Und dann haben wir uns zwei geholt, weil wir die echt schön fanden. Ja, aber haben wir auch noch nie benutzt, muss ich sagen. Lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und das Original haben, ist immer eigentlich meine Devise, weil dann kann man das auch gut verkaufen. Aber so Fakes bin ich eigentlich nicht so der Mensch für, aber jedem seins. Und ich habe hier halt auch das ein oder andere, die ein oder andere Fake-Sache. Genauso wie ich ja letztens aus dem Türkei-Urlaub auch die ja mitgebracht habe, aber man merkt es halt an der Qualität, dass es nicht wirklich die krasseste Qualität ist. Und ich bin halt ein ehrlicher Mensch, ne? Also wenn irgendwas gefaked ist, dann sage ich euch das auch. Ja, Victoria's Secret
fand ich total schön, ne? Dieses goldene, glänzende, richtig so ein Hingucker, die Tasche, auch zum Verreisen. Oh, und da oben die großen Taschen, da muss ich mal ganz kurz den Hocker nehmen. Die hatte ich jetzt auch lange nicht mehr an. Also wenn da jemand Interesse dran hat, dann schreibt mir gerne. Die trage ich gar nicht. Die ist von Michael Kors. Dann habe ich hier noch eine, glaube ich, von Michael Kors. Nee, von Guess. Sieht echt schön aus, aber ich trage die einfach nicht. Und hier auch nochmal so eine größere von Tommy Hilfiger. Die geht schon richtig ein hier. Und die hier benutze ich für Pikachu gerne. Die habe ich auch für Pikachu geholt. Die ist auch von Kate Spade. Voll schön hier mit dem Fell. Da packe ich Pikachu rein, wenn wir mal einkaufen sind. Und dann kann er hier in der Tasche chillen. Mag er auch, dann getragen zu werden. Ja, ihr Lieben, das war meine Taschensammlung. Welche fandet ihr am schönsten oder welche gefällt euch am schönsten? Wie ist das bei euch? Mensch, ich muss den Hocker einmal wegschieben. Wie ist das bei euch? Seid ihr eher so Team Markentaschen und welche Markentaschen habt ihr? Oder seid ihr eher Team günstige Taschen oder habt ihr viele Taschen, habt ihr wenig Taschen? Schreibt es mir in die Kommis, ich bin mal gespannt, wie das bei euch so ist. Und Leute, ich freue mich so krass, es gibt so eine coole neue YouTube-Einstellung. Ich kann sehen, Leute, das ist mega, das ist wirklich mega, weil so kann ich mich auch mehr bei euch bedanken. Es gibt eine neue Einstellung, die heißt Community, hier unten. Wenn ich da drauf klicke, gibt es eine neue Rubrik Community Spotlight und vielleicht erkennt sich schon der ein oder andere. Wöchentliche Highlights sind hier zu sehen, der aktivsten Mitglieder, einschließlich der Zuschauer mit den meisten Kommentaren. Leute, das ist so geil, weil dann kann ich mich bei euch bedanken, dann kann ich sehen, wer ist wirklich aktiv. Ich kann diesen Leuten auch mal ein Geschenk zukommen lassen und ich finde es toll, ja. Und ich freue mich, wenn ich euch das sehe und ich werde euch das auch immer wieder zeigen. So, ihr Lieben, ich sag euch, wer auf Platz 1 ist. Auf Platz 1, die mich am meisten, also am krassesten unterstützt mit Kommentaren und Likes, ist die liebe Anja Weiß, die liebe Anja, ganz lieben Dank von Herzen. Ich sehe dich auch immer wieder unter meinen Videos kommentieren und ich danke dir wirklich sehr für diese Unterstützung. Sie hat mir 318 Herzchen geschenkt und mehr als 100 Kommentare geschrieben. Auf Platz 2 haben wir diesen Monat die liebe Annette, Annette2152. Sie hat mir 222 Herzchen gesendet und 100... Und über 100 Kommentare. Auch dir, liebe Annette, ich danke dir von Herzen. Ganz, ganz lieben Dank für deinen Support. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, dass ihr mich da so unterstützt. So, auf Platz 3 haben wir die liebe Gabi. Gabi Wenningmann. 6952. Sie hat mir 133 Herzchen geschickt und über 100 Kommentare geschrieben. Dann haben wir Platz 4. T. Schneider. 4993, auch ganz lieben Dank an dich. Sie hat mir 38 Herzchen geschickt diesen Monat und 38 Kommentare geschrieben. Und dann haben wir noch Platz, wo waren wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, Platz 5. Das ist die Sandra Katharina. Sie hat mir 21 Herzchen geschickt und 27 Kommentare geschrieben. Ja, das ist echt cool. So kann ich euch auch ganz lieb grüßen und euch das mitteilen. Deswegen kommentiert fleißig, liked fleißig. Am besten teilt ihr noch meine Videos, wenn ihr könnt. Das bringt auch nochmal was für die Reichweite. Und so kann ich das sehen und mich auf jeden Fall bei euch bedanken und euch auch ab und zu, wenn es für mich möglich ist, euch ein kleines Geschenk zukommen lassen. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, und Parfums, was soll ich euch sagen, Leute? Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommis schreiben, ob ihr meine Parfumsammlung sehen wollt, ob ich euch die einzeln alle zeigen soll. Also ich glaube, ich habe über 100 Parfums. Ich kann euch hier sagen, welche aktuell meine Favoriten sind. Also es gibt schon krassere als die, die ich jetzt als Favoriten nenne, aber ich habe halt einen Monat mal den als Favorit, den anderen Monat mal den als Favorit. Und aktuell meine Favoriten sind einmal hier ein Parfüm von Primark für, ich glaube, 2 oder 3,99. Das heißt Regent, PS Regent. Und das riecht wie so ein Rosenlokum, wie so ein türkischer Lokum mit Rose.
Boah, ich liebe das. Ich rieche mich dann so gerne. Ja, das rieche ich voll gerne. Also total komisch. Ich habe hier so viele teure Parfums, aber das mag ich total gern. Und noch eins, was ich aktuell total gerne habe, das habe ich ja jetzt neu von Lyko, von Gaultier, das Divine. Das riecht auch mega krass. Das trage ich gerne, das rieche ich gerne. Ja, die zwei sind aktuell meine Favoriten. So, ihr Lieben, jetzt gerade hat der DHL-Mann geklingelt und hat mir eine neue Brandnewsbox gebracht. Und da schauen wir mal gemeinsam rein, was drin ist. So, was haben wir für ein Motto? Probier es mal mit Gemütlichkeit, ist das Motto. Ja, Herbst, gemütlich, cozy. Und Leute, ihr könnt auch die Adventskalender von Brand News euch bestellen. Ich weiß, die sind immer sehr begehrt. Und guck mal, hier gibt es sogar so ein Trio-Angebot. Statt 161, 110 Euro. Ansonsten sind die eigentlich vom Preis her richtig gut. Es gibt einmal den Classic Adventskalender für 41,99. Den Family Adventskalender 43,99. Wellness Adventskalender. Okay, den kenne ich noch gar nicht. 44,99. Und den Candy und Snack Adventskalender 54,99. Ja, könnt ihr ja mal schauen auf der Brandnews-Seite. So, und dann schauen wir mal, was heute drin ist. Edle Tropfen in Nuss. Gute Geister in Nuss. Cocktail-Spezialitäten für Genießer. Oh, guckt mal. Mit Cocktail habe ich ja noch nie bisher gesehen. Gin und Tonic, Cosmopolitan, Daiquiri, Whisky, Cola. Interessant. Werde ich bestimmt mögen. So, machen wir mal das Gestrüpp hier einmal weg und gucken mal weiter. Emolkal Gummidrops, Vitaminshot Sauer. So Sauer Gummidrops mit Vitamine, ja. Auch gut zu gebrauchen jetzt für die Winterzeit. Pikachu muss jetzt hier nicht das Gestrüpp essen. Alles, was er auf dem Boden sieht, ne? Dann haben wir von Dr. Oetker All My Choc Triple Choc Mousse. Mit Dark White und Choco Chips. Wow. Ist bestimmt richtig lecker. Dann haben wir hier was Neues von Lorenz. Saltlets Mini Bagels. Mit Kräutersaaten und Sauerteig. Das finde ich ganz gut immer für die Brotdose. Immer so ein paar von denen mitzugeben. Hier haben wir nochmal von Dr. Oetker. Oh my God, oh my Choc. Chocolate Pudding. Zwei Portionen Schokoladenpudding. Oh, und hier, siehe da, nochmal was. Chocolate Cream mit Chocolate Krispies. Oh, Brandon, ihr wollt mich dick machen. Was ist denn los? Dann haben wir von Charmel Superroot Meerrettich Mousse. Es gab eine Zeit lang, da war ich noch mit Heiko zusammen, da habe ich Meerrettich Creme so richtig gerne gegessen, auch auf dem Brot. Ich meine, ich finde es immer noch lecker, aber irgendwie mittlerweile esse ich es nicht mehr so oft. Hier kommt mir eine Schokolade entgegen. Oh, wow, Leute, Ovomaltine-Schokolade, geil. Fein Crunchy mit feinen Ovomaltine-Stückchen. Oh, die schmeckt bestimmt mega geil. Also bis jetzt alles top. Dann haben wir hier eine würzige Remoulade von Hohmann. Die hatte ich letztens auch in der Brandnewsbox. Die habe ich sogar noch im Kühlschrank. Dann haben wir hier Soßen. Von Maggi. Oh, Maggi hat Soßen. Magic Asia, extra Hot Chili Sauce. Das ist doch bestimmt was für Ermin. Der liebt ja so eine Soßenvielfalt. Und hier ist nochmal eine. Extra Hot Chili. Genau die gleiche. Haben die sich vertan oder zweimal? Sollte das zweimal das gleiche sein? Ist genau die gleiche. Ja, why not? Dann haben wir hier ein Pröbchen von Just Spices Ofengemüse-Gewürzmix. Müsste ich eigentlich auch hier haben bei meinen Gewürzen. Okay. Spontex, Dreitopfreiniger, Antifett, fettabweisend und effizient. Extra lange haltbar. Ja, kann man immer gebrauchen, ne? Why not? Drei Stück. Also bis jetzt echt alles gut. So, und was versteckt sich hier drunter? Bitburger Winterbock, helles Bockbier. Bockbier, ja, Bockbier.
Stammwürze. Okay, also Bier ist gar nichts für mich, aber es wird sich auf jeden Fall immer jemand finden, der Bier mag. Und hier aus der Familie oder vom Freundeskreis. Und was haben wir hier? Das sieht auch aus wie Gewürze. Von Hartkorn Bratapfelgewürz. Zucker. Ah, interessant. Ist so ein Ding, was man kaum benutzt, aber ja, why not? Gut zu haben. Und dann haben wir noch ein Pesto von Mutti. Also Mutti finde ich echt geil, die Marke. Also sehr schmackhaft auf jeden Fall. Adanzione aus perfekt gereiften Tomaten, neue Rezeptur. Also, das ist die Seite, womit ich alles mit allem was anfangen kann. Und diese zwei Sachen kann ich leider nicht viel mit anfangen. Also, natürlich kann ich was damit anfangen, aber würde ich jetzt nicht kaufen und also einmal benutzen, und also einmal im Jahr benutzen sozusagen, ne? Und Bier trinke ich halt nicht, aber das ist halt mein Ding so. Ansonsten eine mega coole Box wieder. Und ihr wisst, Leute, wenn ihr die Brand News Box abonnieren wollt, die gibt es ja monatlich, dann schaut in meine Infobox. Da ist der Link zur Brand News Box, die erste Box. Wenn ihr auf den Link klickt, habt ihr mit dem Link unten bei der ersten Box eine Ermäßigung. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 19.30 Uhr. Ich war vorhin bei meiner Freundin Nati. Wir haben so ein bisschen gequatscht, weil wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Und jetzt ist Ermin nach Hause gekommen, macht sich jetzt eben schnell fertig, weil wir wollten, habe ich euch ja erzählt, ins Kino. Das ist mein Kino-Outfit heute. Kino-Outfit? Ja. Braucht man fürs Kino schon Outfits? Kino-Outfit. Ja. Die Jeans hatte ich länger nicht an, die hat nicht mehr gepasst. Jetzt passt sie wieder. Und ja, so sehe ich aus. Schatz sieht etwas chilliger aus. Hallo. Du hast doch auch voll das gechillte Outfit an. Hallo, mein Schatz. Lange nicht mehr gesehen. Also, YouTube hatte ich lange nicht mehr gesehen. Das ist mein Kino-Outfit. Das ist, ich gehe jetzt Briefe austeilen. Ich hatte den ja auch und habe den verkauft, glaube ich, ne? Ja. Hat's ja auch nie an. Ja, stimmt. Ja, mein Schatz, und du wartest schön hier, ne? Du passt hier schön auf, mein Baby. Ja, pass so schön auf, dass keiner hier reinkommt. Verfleischst du den, ne? Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag. Und wir haben es jetzt 9 Uhr. Wir haben 9 Uhr. Haben mich aufgestanden, ich glaube vor 1,5 Stunden. Ermin ist heute zu Hause. Also der hat hier auch seine Beratungen, aber freitags darf er immer zu Hause sein. Und ja, um 11 Uhr gehe ich frühstücken mit einer Freundin. Habe sogar hier noch eine Tüte, die hatte von meinem Secondhand-Verkauf auf Insta, hatte sie ein paar Sachen von mir bestellt und die habe ich immer noch hier. Ich glaube, das ist jetzt schon 4 Monate her. Und deswegen werde ich ihr die mal übergeben. Ja, wir gehen in der Stadt frühstücken. Da war ich noch nie frühstücken in diesem Laden. Ich bin mal gespannt. Ja, und gestern waren wir ja in Smile 2. Der war echt gut. Also, der war wirklich sehr, sehr gut. Der war sogar besser als der erste Teil, fand ich. Auf jeden Fall lohnt es sich, den Film zu gucken. Und wisst ihr, was es sich noch lohnt? Also wenn ihr O2-Kunde seid, habe ich euch ja gesagt, dann habt ihr donnerstags immer diese Kino. Also es ist ein Kinotag bei O2. Da kann man sich immer ein Ticket umsonst runterladen bei O2. Vielleicht gibt es das auch bei anderen Anbietern. Müsst ihr mal gucken. Also bei O2 ist das auf jeden Fall so immer donnerstags. Und wenn ihr die Kinokarte habt, wir haben ja hier Sinister bei uns. Da gibt es die Kinokarte. Also die kann man online beantragen, die kostet auch nichts. Da hat man sogar, glaube ich, beim also einmal 50% Rabatt Popcorn, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, das hatten wir letztes Mal. Müsst ihr mal fragen. Und man kriegt das erste Ticket für 6 Euro, wenn man diese Kinocard beantragt. Und man kann immer Punkte sammeln und das 11. Ticket ist gratis. Und mit den Punkten kann man auch Sachen einlösen. Zum Beispiel ein Kinder-Kinoticket oder ein Erwachsener-Kinoticket, je nachdem, wie viele Punkte ihr gesammelt habt. Und was auch echt cool ist, es gibt so ein Kombi-Angebot. Das kostet 17 Euro. Also wir haben gestern nur 17 Euro bezahlt. Und man kann auch sitzen, wo man möchte. Und da hat man einen Snack dabei, entweder Popcorn oder Nachos und ein Getränk. Und
das Ticket, also da, wo wir saßen, das war Loge, glaube ich, kostet 13,90 Euro normalerweise, wenn man die Kinokarte nicht hat, 13,90. Und dann haben wir 17 Euro bezahlt mit Snack und Getränk. Also einfach nur 3 Euro für Nachos und ein Getränk bezahlt. Also das ist echt krass. Also wenn ihr das machen könnt, ihr so schön es da geht und auch bei O2 seid, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Angebot für donnerstags. Ja, so schaut es erstmal aus, ihr Lieben. Ich habe mich jetzt auch fertig gemacht. So sehe ich heute aus. Was sagt ihr? Seht ihr irgendeinen Unterschied? Ich weiß es nicht. Aber hier ist es auf jeden Fall noch angeschwollen. Ich merke das. Aber hier habe ich das Gefühl, es ist irgendwie weniger. Aber wie gesagt, kann ich mir auch nur einbilden. Aber es dauert eh ein paar Tage, bis man ein Ergebnis sehen kann. Von daher abwarten. So, heute ist letzter Tag. Massieren, massieren, massieren. Gestern im Kino habe ich auch massiert. Während des Kinos. Aber der ist echt gut, der Film. Also richtig, richtig gut. Müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr Horrorfilme mögt. Ja, jetzt gehe ich nochmal kurz hoch, arbeiten und dann mache ich mich fertig. Also geschminkt bin ich schon. Nur noch anziehen und dann fahre ich zum Frühstück. I see some